Hallo und willkommen zurück hier bei FIFA 15. Ja, wir haben Mittwoch morgen. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken und bin, wie ja viele das vielleicht auch kennen, wenn sie viel Kaffee trinken. Ja, ein bisschen jetzt eine Überdosis habe ich, glaube ich. ich habe den Sound noch ausgestellt. Ich habe nämlich wieder ein bisschen mit meinem Torwart gespielt. Spieleinstellungen, Audio. So, Musik kommt aus, Kommentare sind aus, sehr schön. Dann kannst du auch mal losgehen. Wir spielen gegen die TSG Hoffenheim. Okay, so, wir sind natürlich vorne im Sturm. Ah, Alter, jetzt geht uns hier aus dem Weg, Kinders. Sehr schön. Wir können uns jetzt erstmal ein bisschen vorne etablieren. Nice. Und Schuss und... Oh! Wir machen das Tor! Krasses Ding. Alter, das können wir uns doch gerne nochmal anschauen. In der Zeit kann ich hier nochmal einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Ich habe nämlich noch was. Oh, war das schön. Alter, aber guck dir das mal an, da oben in den Winkel. Das war ja fast unhaltbar, würde ich jetzt mal behaupten. Geile Sache. Ja, aber ich denke mal, viele kennen das hier auch mit dem Kaffee. Das ist ja, kann man ja schon fast als Droge gleichsetzen. Oh, shit. Alter, ein schöner Pass. Oh, schön gespielt. Boah, haben wir uns den Ball da krass zurückerkämpft. Eieiei, das war doch mal ganz schick. Mit einer schönen Grätsche. Den Ball gesichert. Oh, nein, das war ganz blöd von uns. Da hätte ich hier gleich auf, na, wie ist das hier auf B beim Xbox One Controller? Da für diesen vorsichtigen Zweikampf, sage ich mal. Oh, das war ein blöder Fehlpass. Aber bisher schlagen wir uns doch noch ganz gut. Schöne Zweikämpfe machen wir bisher. Und auch noch ein Tor geschossen. Aber da kann sich doch wohl keiner beschweren. Das war kein Foul, Schiri. Alter, bist du blind. Und ich denke mal, ich werde heute auch die zwei anderen Folgen fürs Wochenende dann auch noch aufnehmen. Dann habe ich das nämlich auch schon mal hinter mir. Dann kann ich nämlich auch The Talos Principle noch aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache oder ja Donnerstag oder Freitag. Ah, Freitag ist ein bisschen knapp, ne? Och, spielen wir das gerade schön. Das muss man ja mal ehrlich zugeben. Also, ich hoffe, ihr seid da meiner Meinung. Dass wir hier da ein paar schöne Pässe schon gemacht haben. Oh, schade, wäre der durchgekommen, das wäre ein Tor gewesen. Davon, davon kann man ausgehen. So. Au, das war, ja, da sind wir selber zu Fall gekommen, weil wir in die Grätsche unseres Mitspielers gelaufen sind. Oh! Schade, da kommt er noch mit seinem Fuß dazwischen. Das gibt aber eine schöne Ecke. Da können wir noch ein bisschen was draus machen, wenn die gut kommt. Och! Ich hätte nicht gedacht, dass der den so nimmt. Ich dachte, der würde ihn doch erst irgendwie annehmen. Okay, das war wohl ja mein Fehler, dass ich da zu schnell auf den Schuss gedrückt habe. Aber wir machen ja hier in der ersten Halbzeit schon mal sehr, sehr viel Druck. Das freut mich. Ja, wenn ihr irgendwelche Gesprächsthemen wünscht, die ich hier vielleicht irgendwie mal anschneiden soll hier im Let's Play, könnt ihr mir die auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Da ist FIFA wohl das am bestlaufendste Let's Play-Projekt hier bei mir auf dem Channel ist. Da habe ich ja
immer so, ja, 5 bis 6 Aufrufe in kürzester Zeit. Das freut mich natürlich extrem. Vielen Dank, dass ihr das, ja, es ist zwar ja jetzt nicht gerade viel, was man jetzt im Vergleich zu den ja wirklich großen Let's Playern nehmen kann. Aber ich denke mal, hier für diesen kleinen Channel ist das doch schon kontinuierlich, möchte ich mal sagen. Und das freut mich auf jeden Fall. Ja, also wenn ihr da irgendwelche Themenvorschläge habt oder irgendwelche Verbesserungen, die ich hier machen kann, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da über jegliche Kritik, ob die jetzt nun, ja, schlechte Kritik oder auch gute Kritik, ich bin eigentlich über alles erfreut. Aber natürlich möchte ich jetzt, ja, jetzt nicht so Kritik haben, du bist voll scheiße und so, sondern, oh, der hat mir fast wieder ein Tor geschossen. Konstruktive Kritik würde ich mich auf jeden Fall wünschen, dass ich ja halt irgendwas verbessern kann oder oh, da ist das 2-0. Wir drehen auf. Sehr schön, sehr schön. Das ist doch alles erfreulich hier. Robbie Kruse, der alte Mann. Ach, das war doch. Das gibt sogar eine Karte. Ich fasse es nicht. Hey, Schiri, du hast doch nicht alle. So, hat nochmal ein Schlückchen vom Kaffee getrunken. Oh, der ist sogar verletzt, der Rudi. Es gibt nur ein Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Tante Käthe hieß der, glaube ich, ne? Als der noch die Nationalmannschaft trainiert hat. Ich weiß, das war, glaube ich, war das 2006 noch? Oder war 2006 schon Jürgen Klinsmann? Nee, ich glaube 2002 in Südkorea, die WM. Da war, glaube ich, Tante Käthe noch. Wo wir im Finale gegen Brasilien gespielt haben. Wohl das einzige Spiel, wo ich, ja, ein bisschen, ja, Oliver Kahn immer noch die Schuld dafür gebe. Weil da fand ich seine Leistung miserabel. 2002 zur WM. Ich habe das Finale damals beim Public Viewing gesehen. Das gab es damals schon hier bei uns. Und ja, da habe ich. Da fand ich die Torwartleistung von Oliver Kahn eigentlich nicht so toll, dass er da einfach so ein. Das war ein. Na, wie war das? Ein relativ schwacher Ball. Und er hätte eigentlich nur aufnehmen müssen, lässt ihn aber ganz komisch abprallen. Und dann kam Ronaldo irgendwie angelaufen und hat ihn dann reingedrückt. Oder wurde der Kahn da getunnelt? Ah, ich weiß das nicht mehr. Ist natürlich jetzt aber auch schon 13 Jahre her. Da ist das Gedächtnis dann auch nicht mehr so gut. War ein schöner Seitenwechsel. Oh, der kam sogar noch an. Und auch wieder ein Torschuss. Aber ging leider auf den Mann. Aber bisher machen wir hier ordentlich Druck. Das freut mich auf jeden Fall. Und hiermit auch eine Spielerbewertung von 9,1. Würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Da haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hier abgeliefert gegen die TSG aus Hoffenheim. Also, TSG Turmsportgemeinschaft oder wofür steht das? Bin mir gar nicht so sicher jetzt. Okay, so wir schonen mal hier vorne kurz ein bisschen unsere Ausdauer. Oh, das ist ein Foul gewesen, ganz klar. Okay, und rauf da, Jungs. Kommt schon, kein Tor zulassen.
Oh, sehr schön. Gut, dass wir hier einen einigermaßen guten Torwart haben. Das ist ja bei FIFA immer so eine Sache mit der Torwart-KI. Kriegen die, glaube ich, auch wohl nie ganz hin. Ach. So, erstmal ein bisschen gesichert. Den Ball mal kurz hinten rausgeschlagen. Aus der eigenen Hälfte. Ein bisschen das Tempo rausgenommen. Ja, und das war natürlich ein ganz klares Foul. Und das Spiel ist auch gleich vorbei. Und ich glaube, ich werde dann auch mal die Länge, Halbzeitlänge ein bisschen wieder hochsetzen. Oh, was war das denn für ein Pass? Die läuft ja immer noch auf 4 Minuten, die Halbzeitlänge. Das habe ich ja die ganze Zeit immer vergessen, wieder hochzusetzen. Oh, sehr schön. Jetzt einfach ganz ruhig spielen. Und dann haben wir den Sieg hier in der Tasche auf jeden Fall. Oh, da haben wir uns ein bisschen blöd abdrängen lassen. Und, ach, da pfeift der Schiri ab. Schade, ich dachte, wir hätten noch mal eine ganz kleine Chance. Aber was soll's, 9,3 Spielerbewertung. Damit sind wir Spieler des Tages, würde ich jetzt mal behaupten. Jawohl. Sehr schön, das ist doch wunderbar. Da musste ich einmal kurz husten. Für Nationalmannschaft abgestellte Spieler sind wir dabei. Bernd, Leno, Lars Bender, Gonzalo Castro. Okay. Und wir waren im Team der Woche. Die Akteure der Woche. Gregor Hensch, jawoll. Und 2 von Werder Bremen sogar. Sehr nice. Das freut mich doch. So, gegen wen geht es denn als nächstes? FC Augsburg. Und Heung-Min Son ist zurück. Sehr schön. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Spiel gegen den FC Augsburg wieder. Bis dahin.